Ich mal wieder nicht. Ach, da hinten, ja, ja. Ja, guten Tag, Mammut. Gut, dann gehen wir da rein. Erstmal den Hebel hier betätigen. Hebel. Was? Und dann nehmen wir den Fahrstuhl hier. Fehlt nur die Fahrstuhlmusik. Wie immer. Und nie vernünftige Fahrstuhlmusik ins Spiel ein. Nie. Gut. Sind wir wahrscheinlich etwas weiter oben angekommen. Hier irgendwo rechts ist eine Truhe. Ich kann sie fühlen. Nein, sehen, aber fast das gleiche. So, hier nämlich. Gucken wir mal. Also, ob wir schlechte Schuhe drin, ne? Obwohl, Verteidigung, volles Geld. Gucken wir mal. Aber Verringerkraft. Nee, dann können wir das nicht gebrauchen. Okay. Gehen wir mal zur anderen Seite. Gucken mal, ob da eine Bombe ist für diese Verderbnis, die da ist. Wir gucken mal. Gucken. Ja, da hinten ist eine Bombe. Unverderbte Engel. Hallo. Autsch. Und stirb. Du auch. Es fällt dir ein, mich hier anzugreifen? Ja, du zuerst. Immer du zuerst. Der, der am lautesten schreit, stirbt zuerst. Wisst ihr doch. Was ist das? Schrott. Gut, nehmen wir mit. Schrott kann man immer mitnehmen. Vor allem, wenn man genug Platz hat, so wie wir. Und so viel Gold. Ja, das war jetzt gar nicht so gewollt eigentlich. Naja, dann müssen wir da nochmal rum. Ich dachte, ich lande da trotzdem auf der nächsten Plattform schon. Aber dann nicht. Gut, dann gehen wir hier nochmal um die Ecke. Runter. Danke. Hallo. Nicht einfach den Tod hier anhauen. Ja, der Tod macht euch alle tot. Er ist nicht tot. Nein, er macht euch tot. So. Bam. So, gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Nein. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Kann man das von hier aus schon dahin werfen? Wahrscheinlich ja nicht. Jetzt überlege ich gerade, ist eine Bombe, die explodiert bei Kontakt. Kann ich ja nicht hoch. Und ja, das ist eine Bombe, die explodiert bei Kontakt. Na, das ist ein Mist. Das heißt, die kriegen wir nicht so einfach darüber. Guck ich mal, ob wir die da irgendwie ums Eck kriegen. Auf die andere Seite quasi. Mal hierher kommen. Mehr. Auf. Dann gucken wir mal, ob wir von hier aus die Verderbnis quasi auf der anderen Seite sehen können. Ich weiß ja nicht, wie weit wir hier schon rumgegangen sind. Aber anscheinend nicht weit genug. Ja. Natürlich doof. Obwohl, ja, ich bin auch doof, ey. Geh weg, du Bombe. So, komm her. Du Bombe. Das geht nicht auf die Entfernung. Gut, bin ich doch nicht so doof. Wir liegen gerade hinter es was, wenn ich mich hier aufspalte, kann ich dann diese Bombe dann nehmen. Und dann quasi rüber switchen und die Bombe schnell aufnehmen. Gucken wir mal. Komm, wir werfen das mal dahin. Und nein, da bin ich definitiv nicht schnell genug für. Okay, was haben wir denn noch für Optionen? Können wir das dem anderen aus der Hand reißen? Was ist jetzt die Bombe? Da. Okay. Und ranziehen? Geht das? Nein, geht nicht. Wenn er näher kommt hier. Das müsste gehen. Tatsache, das geht. Das heißt, wir müssen uns nur näher ranstellen. Okay. Jetzt mal wieder hoch hier.
Und hier drückt. Wieder die Dings nehmen. Stellen wir uns hier nah genug an den hin. Das reicht von der Reichweite her. So, und mit dieser Bombe gehen wir jetzt mal da hinten hin. Ich hoffe, das reicht von der Entfernung der Statue her. Müssen wir uns da noch was anderes einfallen lassen, okay. Dann stelle ich die Statue mal etwas weiter hier hin. Gehen da jetzt nochmal rüber, holen die Bombe. Ja, das ist schon fast zu weit. Fast. Das geht noch. Das geht noch. Gestalt wechseln. Und ihm die Bombe aus der Hand reißen hier. Und weg hier. Jetzt muss es aber klappen. Viel weiter kann ich die Statue nicht wegstellen. So, da hinten hin. Bam! Und wieder zusammenführen. Das klappt ja hervorragend. Alles ganz supi hier. Und ich darf mir hochklettern. Fragt sich nur, wie weit. Aha, das ist also neue Wand zum Hochklettern, okay. Sieht mir schon farblich anders aus. Die Entwickler fanden das einfach farblich schön, darum haben sie es dann genommen. Und dann müssten wir gleich hier quasi oben angekommen sein. Aus den Schatten und hinein in das Licht. Ich sehe dich, Reiter. Die Dinge, die du getan hast, die Leben, die du beendet hast. Ich weiß, warum du hier bist. Dann wirst du mir den Schlüssel geben. Ich habe den Schlüssel jahrhundertelang bewacht. Er gehört mir. Ich werde mich nicht von ihm trennen. Heißt das jetzt, ich muss gegen dich kämpfen? Nein. Verderben breitet sich aus. In unserer Stadt, unseren Herzen. Nur ich bleibe rein. Ein Signal gegen die Finsternis. Machtlos, sie zurückzubringen. Wir sind nicht völlig machtlos, Archon. Vielleicht nicht. Nachdem die Siegel gebrochen und die Höllenlegionen losgelassen worden waren, gingen viele Relikte verloren. Eines, der Stab von Arafel, könnte helfen, umzukehren, was hier geschehen ist. Ich wage es nicht, den Stab selbst zu bergen. Die Tore zur Weißen Stadt sind für alle Engel geschlossen, die die Erde besuchen. Aber du bist kein Engel. Besorge den Stab. Dann mache ich einen Weg zu meiner Zitadelle frei. Dort wirst du den Schlüssel zum Baum des Lebens finden. Und was du auf der Erde finden wirst, sobald du es siehst, wirst selbst du den Namen Krieg verfluchen. Okay. Na, dann müssen wir da jetzt... Moment, das ist eine Truhe, die hole ich mir zuerst. Und dann muss ich gleich zur Erde reisen. Yay! So, meine Truhe, definitiv. Da steht mein Name drauf. Ich hab's gesehen. Ihr nicht, ich weiß, aber ich hab's gesehen. So. Immer schön Treppen hochrechnen, das ist gut fürs Kreuz. Und dann reisen wir jetzt zur Erde. Achso, ich fall nicht runter, okay. Ich reise zur Erde. Na, geht doch. Ich habe eben B gedrückt und es passierte nichts. Und schon wieder ein Ladebildschirm. Zur Abwechslung. So, Erde. Ja, die Zombies haben sie ein bisschen überarbeitet. Ruhe! Es sind nicht nur Leichen anwesend. Uriel? Was macht denn die Höllenwache auf der Erde? Thank you.
täglich. Und da fliegen die Feder. Verdammt. Dass er sich auch immer einmischen muss. Er hat ein viel zu gutes Herz, der Tod. Okay, hilf Uriel, den Schwarm zu besiegen. Ja, dann machen wir das doch. Die Zombies hier ankommen lassen. So viel Zeit muss sein. Ist ja nicht so, dass wir hier, ne, der Bimbo vom Dienst sind, der überall hinläuft. Nee. Wir lassen schon die Zombies zu uns kommen. Sterbt. Elendig. Verrecket. Quatsch. Ach ja, ich habe ja auch meine Fänge hier, das sind ja ein bisschen besser zum Heilen. Dann machen wir Crits und so. Vielleicht auch einfach nur, weil sie mehr zuschlagen. Was ist das hier? B-Aktion. Rettung. Drücken Sie X, um einen Bodenschlag auszuführen. Um den Schnellschuss zu verwenden. LT, um einen Streuschuss zu verwenden. Okay. Das heißt, wir haben jetzt eine Knarre. Schön, die gefällt mir. Wow. Alter, ich bin hier voll der Ego-Shooter, ja? Geh mal weg hier. Voll weg. Voll weg. Geh weg. Weg, 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 weg. Immer rumballern. Das ist voll das Ballerspiel hier. Das hat man ja schon in Dark Souls 1 gelernt. Das ist voll das Ballerspiel. So. Schießt aber auch schön schnell hier. Gefällt mir. Ja, Zeitlupe bitte machen, dass ich hier Level aufsteige. Ganz genau. So, nicht anders. Habe ich es gern. So, ich will den Heiltrank. Ach, nee, kann ich ja nicht aufsammeln. Aber du hast mein Leben gerettet. Wir sind somit quitt. Was weißt du über den Stab von Arafel? Eine Waffe mit immenser Macht. Von Archon Hestus auf die Erde gebracht, um die Dämonen im Endkrieg zu bekämpfen. Doch Hestus fiel und der Stab wurde zerschlagen. Jetzt benutzt der Zerstörer die Teile, um seine Armee der Finsternis zu stärken. Was gebrochen ist, kann wieder zusammengefügt werden. Wo sind die Teile des Stabs? In den Händen des Zerstörers. Er hat Kreaturen aus dem Abgrund gerufen und seine Auserwählten losgeschickt. Blasphemische Dinge, die selbst jetzt diese Welt in ihre eigenen höllischen Domänen unterteilen. Die Leidenden sind solche Bestien. Sie laben sich an den Toten dieser Welt und verwandeln sie in einen Schwarm aus Fleisch und Knochen, der wie eins kämpft. Sie waren es, die uns vor einigen Augenblicken angegriffen haben. Wie eins, leicht entzweit. Ich werde keine weiteren Höllenwachen riskieren, um den Stab von Arafel zurückzuerobern. Solltest du jedoch diese vergebliche Mühe auf dich nehmen, dann folge der Spur aus den Leichen meiner Brüder. Vergebliche Mühe, das wäre nicht das erste Mal. Gut, und wie viele sind verloren? Wie viele Engel sind hier gestorben, Uriel? Zu viele. Doch für jeden toten Engel gibt es einen anderen, der gegen seinen Willen am Leben gehalten wird. Ihr Leiden stärkt den Zerstörer. Vielleicht kannst du sie von ihren Qualen erlösen, fahler Reiter. Wenn du es wünschst, jedoch ist alles, was ich den Gefangenen anbieten kann, ein schnelles Ende. Das ist Segen genug. Na, immerhin. So, was sind die Auserwählten? Sie sehen nicht wie Dämonen aus. Nein, sie sind etwas viel Älteres. Sie kamen direkt aus dem Herzen des Abgrunds. Die Mächtigsten dienen dem Zerstörer und herrschen in seinem Namen über Asche und Knochen.
Der Rest tötet alles um sich herum. Warum weiß mir diesen Schwarm? Es ist ein Wunder, dass du so lange durchgehalten hast. Selbst die Toten marschieren gegen dich auf. Du sprichst vom Schwarm. Von allen Kreaturen, die hier streunen, dürstet es sie am meisten nach Rache. Nicht einmal der Tod kann sie aufhalten. Ich bin der Tod. Warum ist die Höllenwache noch auf der Erde? Du hast verloren, Uriel, falls du es nicht bemerkt haben solltest. Wo sollten wir sonst hingehen? Die ganze Schöpfung hat gesehen, was hier geschah. Wie die Höllenwache aufmarschierte, bevor die Siegel gebrochen wurden. Die weiße Stadt ist für uns verschlossen. Wir können nicht mehr nach Hause. Okay, so viel dazu. Ja, dann würde ich sagen, mache ich hier eine Aufnahmepause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Darksiders 2. Da kümmern wir uns unter anderem um die Engel, die da gefallen sind und auch um den Stab, den wir uns aneignen sollen. Also bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß und ja, ich hoffe einfach mal, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Tschüss!